Hi, willkommen in einer weiteren Folge im Let's Play von The Sims 3. Und die Emily in ihrem hübschen, süßen Kleid, wodurch sie voll weiblich aussieht, ist hier gerade noch in der Feuerwehrstation und schraubt an dem Alarm herum. Sieht zwar irgendwie nicht sehr professionell aus, aber Emily weiß schon, was sie da tut. Und ha, ja, ihr Outfit ist so toll. Die hat auch ihren Ring mittlerweile. Also ich habe ihr schon vorher den Ring gegeben, als ich das Outfit festgelegt habe, aber wir sagen einfach mal, das ist ihr Verlobungsring. Dieser Ring da, oder ist das der? Das ist doch gar nicht der normale Ring. Ist das der Verlobungsring? Stellt das den Verlobungsring dar? Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und das ist Happy Hour. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo ist Happy Hour. Yay, wie schön. Naja. Keine Ahnung wo. Wow, Jamie hat mit ein paar tollen Tanzschritten ganz schön Eindruck auf Jasmin gemacht. Und Jamie hat heute die ganze Schule überzeugt, ihn zum Ballkönig zu wählen. Yay! Super, wir haben die zweite Tanzveranstaltung gebraucht, um Tanzkönig zu werden. Aber wir kennen ja hier natürlich auch eigentlich so fast alle oder so, fast alle Teenager, die es in der Stadt gibt. Zwei haben wir ja schon gesehen, die wir nicht kennen, aber ich denke mal, das sind die einzigen beiden. Und jetzt sind wir voll glücklich, weil wir Ballkönig sind. Das ist schön, das heißt, wir haben auch so eine süße Krone gekriegt, die Krone des Königs. Jamie scheint Jasmin in den Bann gezogen zu haben. Sie ist den ganzen Abend nicht von seiner Seite gewichen. Ja, sollte sie auch machen als Freundin. Okay, du bastelst da immer noch dran rum. Schauen wir mal schnell nochmal zu Theresa, die hier an ihrem Auftritt gearbeitet. An ihrem Auftritt. Was ist das denn? Ist noch ein zweites Lied, das du singen kannst? Ja. Ein Lied mit Gitarre, nehmen wir das. So, Strophe, Refrain. Refrain, dann will ich die Pose sehen. Nochmal eine Strophe und ein Refrain. Level 7. Jamie und Jasmin haben tanzfähig regiert. Alle haben versucht, ihr Tanzstil zu kopieren. Die beiden passen wirklich gut zusammen. So, jetzt hat Philipp Geburtstag. Yay, jetzt wird auch er ein Erwachsener. Sehr schön. Ja, morgen hat noch Theresa Geburtstag und dann ist das erstmal vorbei. Phoebe müsste eigentlich auch gleich älter werden. Oh, arme Phoebe. Das ist schon traurig. So. Philipp, behältst du deine Haare? Ja, tust du. Sehr gut. Das ist ja super. Aber du hast das jetzt bis zu Ende aufgebessert, oder? Okay. Nein, nicht das Regal. Ja, jetzt hat Phoebe Geburtstag. Moment mal. Ja, Jamie und Jasmin waren unzertrennlich. Sie schließen definitiv den Vogel ab und sind das süßeste Paar des ganzen Tanzballs oder so. Filetsteak. Dann machen wir mal Musik an. So. Ist auch schön. Oh, jetzt wird unsere Phoebe älter. Wie traurig ist das denn? Oh. Okay, jetzt muss ich erst laden. Und jetzt ist sie eine alte Katze. Oh. Ich wollte eigentlich irgendwann mal Katzenbabys haben. Das finde ich jetzt voll doof, dass wir jetzt keine Katzenbabys mehr haben können. Zumindest nicht mit Phoebe. Naja. Dann halt nicht. J Jasmin hat Jamie ihre Zuneigung gestanden. Jamie war so glücklich, dass sie den Rest des Abends mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht herumlief. Okay. Schön, was die alle für eine Freude haben. Ja. Ja, wir könnten uns eben eigentlich auch die Gärtnerkarriere machen, aber irgendwie möchte ich das nicht. Ich weiß auch nicht. Weil dann könnt ihr auch die Sachen hier alle verkaufen. Die Möhren behalten wir mal, den einen Champignon auch. So, zwei Kopfsalate. Zwei nur. Zwei Kopfsalate vielleicht noch. Zwei Tomaten. Huch. Zwei Tomaten, zwei Weintrauben und zwei Äpfel. Was ist mit den Erntenteilen? Was brauchten wir dann nochmal? Ausgezeichnete Früchte oder besser. Haben wir hier irgendwas, was ausgezeichnet ist? Nein, wunderbar. Was ist hiermit? Nein, okay. Ich denke die anderen Sachen auch nicht. Das Konzert war fantastisch. Super. Dann, Philipp, kannst du ein bisschen Fernsehen gehen? Emily sollte auch bald nach Hause kommen. Dann kann sich denn erst noch mal was zu essen schnappen, und zwar Chili con Carne.
Jamies Tanzveranstaltung sollte auch bald vorbei sein. Den Typen, mit dem sind wir noch befreundet. Oder fast befreundet. Dann können wir ja mal mit dem reden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Peter Stark. Ja, okay. Das war die, die hier vorne an der Karaoke-Maschine so abging. Also gestern bei der Folge. Ja, und ich habe jetzt auch den Wuhua-Mod wieder installiert, was sehr schön ist, weil das heißt, dass wir dann mal anfangen können zu probieren, ob wir ein Baby hinkriegen. Mit Emily und Philipp. Der Schulball ist zu Ende. Mach, dass du vor der Ausgangssperre nach Hause kommst, sonst bekommst du Ärger mit dem Gesetz. Ja, schön. Dann beende mal den Abschlussball, bitte. Das immer ein bisschen länger dauert, als eigentlich sollte. Ist ein bisschen schade. So, wir können ja noch ein bisschen zusammen tanzen. Und dann haben wir uns vielleicht auch mit dir angefreundet. Mit ihm angefreundet. Apropos, wie lange brauchen wir noch? Oh, so viel noch, echt. Oh, das ist doch der Typ, der Dingens-Typ. Der Typ, mit dem wir letztens geredet haben. Hier. Der, oder? Ja, Samuel Fred. Super. Dann können wir den ja auch begrüßen. Das ist doch echt passend. Okay. Jamie geht nach Hause. Dann machst du aber andere Sachen. Du hast erstmal Hunger. Gab es beim Ball wohl nichts zu essen. So, dann kannst du hier duschen, Zähne putzen und ab ins Bett. So wichtig ist es zwar nicht, weil morgen eh Musetag ist, aber schadet auch nicht. Wir können uns ja Gartenspaß anschauen. Dann steigen wir noch ein bisschen unsere Gartenarbeitsfähigkeit. Das ist ganz praktisch. Ja, du kommst nach Hause und dann kannst du ja hier mit deinem Mann knuddeln. Ja, so in der Art. Das ist geplant. Was machst du? Geh mal lieber kratzen. Oh, jetzt weiß ich es ja. Du kannst dann rumgaloppieren und dann kannst du da hinten ein Nickerchen machen. Ihr beide seid noch am Schlafen. Okay. Romino kann dann eigentlich auch. Obwohl Romino kann ja dann eigentlich ein bisschen von der Phoebe. Bespaßt werden. Keine Ahnung. Phoebe braucht Soziales. So in der Richtung war das gedacht. Okay, eigentlich sollte das gerade erstmal hinhauen. Schauen wir mal lieber zu Theresa, die sich mit dem Samuel anfreundet. Wer bist du? Jennifer. Okay. Sieht auch komisch aus mit den Klamotten. Das sieht irgendwie voll alt aus mit den Klamotten. Die Klamotten machen dich voll alt, Jennifer Martinez. Ja, lernen wir ihn mal weiter kennen. Und dann können wir ihm auch über unser Gesangstalent reden und ein Album verkaufen. Alben verkaufen ist immer echt super. Für 3 Auftritte auf Dauer gebucht werden. Nö. Wir mühen uns doch gerne jede Woche wieder ab. Gürbels? Der Typ heißt Gürbels. Schön. Warum fehlt hier Musik? Ich will hier Musik haben. Naja. Dann müssen wir mal ohne Musik leben. Aber wie sie immer heiß finden. Ist aber auch ein hübscher, die Theresa. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt letztens. Zieh mal wieder was Hübscheres an. Dann kannst du auch gerne für hübsch gehalten werden. So. Ihr sitzt da jetzt auch, oder? Emily ist auf dem Weg. Die Krippe können wir leider nicht wegkriegen derzeit. So, dann hör mal auf mit Fernsehen, Philipp, und knuddel mal ein bisschen mit der Emily. Wie geschockt sie wieder schaut. Warum schaust du so geschockt, Emily? Wie sie guckt. Warum guckt sie so? Der guckt auch nicht besser. Hallo, ihr sitzt nebeneinander auf dem Sofa. Erfreut euch. Seid ihr mal nicht so geschockt im Gesicht. Wie sie gucken. Ich verstehe nicht, warum sie so geschockt gucken. Ja, so ist besser. Nicht so die Augen immer aufreißen. Das geht ja nur auch nicht. So, dann könnt ihr ein bisschen rumschmusen. So.
Ja, und danach könnt ihr euch ja hier mal so ein bisschen im Bett vergnügen. Jamie putzt sich noch die Zähne und geht dann schlafen. Sehr schön. Salira, was machst du? Ramira, okay. Ja, du kannst ja ein bisschen rumgaloppieren. Irgendwer hat was kaputt gemacht. Ich glaube, Jamie, oder? Ja. So, Sato. Sato schläft. Okay. Der kann dann als nächstes auch wieder rumgaloppieren. Dann hier was trinken. Ja. Und du möchtest dann auf jeden Fall hier gesorgt werden, aber das geht gerade nicht. Geht ihr dann da hoch? Ja, macht ihr das? Kann ich euch damit allein lassen? Schafft ihr das? Ich hoffe es ja mal. Weil wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen mit dem Samuel anfreunden. Nochmal einen Anmachspruch vielleicht. Und dann nochmal flirten und Komplimente über sein Aussehen machen. Und dann können wir mal den ersten Kuss probieren. Ich denke schon, dass er das möchte. Wir können ihn dann nachher auch mal fragen, wie alt er überhaupt ist. Wird er jetzt nicht so alt sein? Das traue ich ihm irgendwie nicht zu. So sieht er vom Kleidungsstil her nicht aus. So läuft ja der Jamie eigentlich auch rum, so ungefähr. Oh. Sehr süß. Oh, jetzt ist hier ein Rotzlöffel. Ja, kann sein. Aber der andere ist in einem anderen Land. Die wissen gar nichts voneinander. Aber ja, so ist die Theresa halt. Oh je, jetzt schließt der Veranstaltungsort. Okay. Ja, Veranstaltungsort schließt. Er ist 3 Tage jünger. Ja, das ist doch. Das passt auf jeden Fall. Aber er haut ja nicht gleich ab. Das ist das Schöne. Er bleibt ja hier. Und dann können wir uns auch noch weiter mit ihm anfreunden. Er muss nur jetzt erstmal dann so rausgehen und so. Ja, schafft's mal raus hier. So. Sind sie draußen gleich. Aber Theresa ist schon ein bisschen durchtrainiert, ne? Schauen so ein bisschen. Man kann sie nochmal küssen und Händchen. Oder flirten machst du jetzt, ja. Komplimente über sein Aussehen und verliebt im Arm und so Krams. Wollen wir ihn mit nach Hause nehmen? Ich würde sagen, ja. Laden wir ihn mal mit nach Hause ein. Warum auch nicht? So, riskantes Techtelmechtel. Du warst ein wenig ausgelassen gestern Abend und hast nicht an die Verhütung gedacht. Aber lass dich nicht beunruhigen, was könnte schon passieren? Ja, enttäuschend war es auch noch. Das ist nicht sehr schön. Wir könnten uns auch, habe ich gesehen, die Midlife Crisis therapieren lassen. Aber das kostet 2000 Simoleons, glaube ich. Für war es nicht besser. Ja, er hat ja jetzt auch die Midlife Crisis. Aber ich finde das jetzt unnötig. Wir müssen ja einfach nicht auf die Wünsche, auf die blöden Wünsche, die sie haben, eingehen. Dann passt das schon. So, dann nimm ihn mal mit nach Hause, Theresa. Der wird ja wohl schon Ja sagen. Sie ist so eine Hübsche. Also ich weiß nicht, ob ihre Frisur nicht doch ein bisschen zu sehr ihrer Hautfarbe angepasst ist. Aber ja, auf jeden Fall kommt er mit. Das ist schon mal schön. Dann können wir hier auf die beiden warten. Alle anderen schlafen eigentlich schon so ziemlich. Phoebe ist damit noch beschäftigt. Die kann aber jetzt auch schlafen gehen. Oder geh mal wieder hier oben in deinem Körbchen schlafen. Das habe ich extra für dich hier hingestellt beim Umbau. Ja, du machst deinen Krams. Amira. Ah, ihr beide seid hier dann so da. Dann kannst du dich anschmiegen und beschnüffeln. Dann kannst du von ihr gesäugt werden. Kontakt knüpfen. Und pflegen. Bitte macht das alle. Ja, und heute ist mal wieder Musetag. Mal schauen, was wir da machen. Mal sagen, nichts Großartiges, also nichts den Musetag feierndes.
Ja, Theresa geht nach Hause mit dem Typen. Kommt der auch mit? Ist der mit drin? Ja, sehr gut. Dann können wir ja schnell mal mit dem Typen hier hoch verschwinden. Mit Samuel. Oder Samuel, nachdem man es sehen möchte. Und ich schaue schon wieder nach den Pferden. Romino, du kannst gern ein bisschen rumgaloppieren. Dann da reingehen, hochpieseln und dein Nickerchen machen. Und wenn du damit fertig bist, kannst du mal fressen. So. Nein, 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 nicht pieseln. Warum pieselst du? Du sollst dich mit deiner Mutter beschäftigen. Naja. So, du möchtest grasen und dich an ihn anschmiegen. Das können wir auch kriegen. Ja. Jimmy ist das erste wieder wach und er möchte eine Poolparty veranstalten. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen werden, denn wir haben keinen Pool. Ich kann nicht mal sagen, im neuen Haus hätten wir einen Pool. Dort werden wir bestimmt die eine oder andere Poolparty veranstalten. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber bis dahin gibt es keine. So. Ja. Und damit endet für Theresa auch der Tag ganz rentabel. Du schläfst aber weiter, oder? Ja, sehr gut. Der Typ kann ja wieder gehen. Oh, es war auch enttäuschend. Irgendwie, es war ja nicht mal spaßig. Jetzt doch nicht so rentabel gewesen für die Theresa. Naja. Aber Theresa hat heute Geburtstag. Das ist sehr schön. August Woods. Oh, sie ist schon eine Erwachsene geworden. Ja, wir haben ja die Alterung aktiviert. Da kann sowas schon mal sein. Wir könnten höchstens für Theresa eine Party geben. Da möchte ich mal schauen, ob wir da nicht vielleicht eine Party auswärts veranstalten können oder sowas. Das wäre eigentlich ganz cool. Wenn das eine Geburtstagsparty werden kann, weil ich weiß nicht genau, ob man auswärts eine Geburtstagsparty machen kann. Oh, okay. Philipp, steh mal auf. Schnell auf Toilette. Ich gar nicht gesehen, dass du ganz dringend auf Toilette musst. Komm, steh auf, Philipp. Nicht ins Bett machen. Das gehört sich nicht. Ab auf Toilette. Sehr gut. Ja, und mit dieser erfolgreichen Verhinderung von etwas Schlimmerem beende ich diese Folge dann aber auch wieder. Ja, ich freue mich über eure Kommentare. Ich werde jetzt, glaube ich, noch eine Folge aufnehmen, die Folge für den Montag. Und werde dann aber erstmal eine Pause machen und dann erst wieder aufnehmen. Deswegen schreibt mir ruhig Kommentare unter das Video, damit ich, wenn ihr irgendwelche Vorschläge und Wünsche habt und irgendwas, damit ich die noch beachten kann. Denn ich werde dann so Ende der Woche, also heute, morgen für euch, werde ich dann die nächsten Folgen aufnehmen, die ich dann im Voraus aufnehmen möchte für die Zeit um Weihnachten und Silvester herum. Ja, und deswegen wäre es ganz schön, wenn ihr mir da Bescheid sagen würdet und mir alles, was ihr da noch sagen möchtet, ja, sagt. So in der Richtung. Ja, und auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Spaß bei dem, was ihr tut. Und oh, wie süß das aussieht, wie sich die beiden da hinten pflegen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns am Montag in einer weiteren Folge wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.